Herzlich willkommen zurück bei der Stoic Challenge Dark Souls 3 mit philosophischen Untertönen. Wir müssen mal sehen, wie wir das weiter betreiben alles. Denn ich habe jetzt lange Pause gemacht. Das wird keiner mitbekommen haben, weil sowieso keiner die Videos guckt. Aber es sind viele, viele Wochen vergangen, seit ich das letzte Mal ein Video gemacht habe. Unter anderem, weil ich künstlerische Ferienprojekte gemacht habe, die meine Aufmerksamkeit und Energie so ein bisschen beansprucht haben. Aber ich muss auch sagen, da sage ich gleich noch ein bisschen mehr zu, dass das Achtsamkeitsprojekt beim letzten Mal mir so ein bisschen wie der Gipfelpunkt der Entwicklung vorgekommen ist. Es soll hier ja darum gehen, Umgang mit Frustrationen und Umgang mit Widerständen zu lernen, und das hat ganz gut funktioniert. Jetzt inhaltlich, wir befinden uns hier, ich habe ja beim letzten Mal quasi auf Autopilot, wie gesagt, da reden wir gleich noch drüber, die Profaned Capital, einen Teil der Profaned Capital entdeckt, den ich übersehen hatte. Und das hat uns jetzt hier zurückgeführt in die Urithyll Dungeons. Und ich meine, dass der Raum, in dem dieser Riese hier vor mir mit den Ketten und so grunzt, dass wir da an anderer Stelle schon drin gewesen wären. Ich bin aber nicht ganz sicher. Da unten waren wir auf jeden Fall nicht. Da liegen ja jede Menge Sachen rum. Das heißt, auch wenn es hier jetzt nicht weitergeht, es gibt ja jetzt zwei große Baustellen, glaube ich. Moment. Es gibt auf jeden Fall den Dancer of the Boreal Valley im Schloss. Das ist der Punkt, an dem es eigentlich weitergeht. Ach genau, und es gibt die beiden drachenartigen Tiere in diesem Wasserspeicherraum. Die müssen wir auch noch irgendwann erledigen. Aber vielleicht erstmal hier das zu Ende führen. Und es gibt auch noch, das habe ich mittlerweile mir ergoogelt, weil mich das genervt hat, dass wir den aus den Augen verloren haben. Sigurd of Catalina, ich vergesse mal, das Land oder die Stadt, aus der er kommt, heißt. Der jedenfalls ist uns verschütt gegangen. Das liegt daran, dass ich die Rüstung so spät zu ihm gebracht habe. Der müsste jetzt irgendwo anders stehen und auf uns warten. Den holen wir nachher auch noch ab. Aber jetzt werde ich erstmal hier, in der Hoffnung, dass ich das nicht bereue, nachsehen, wie es hier. Ach du lieber Himmel! Das war knapp. Das war knapp und ein bisschen chaotisch. Ah, es ist ja gerade nochmal gut gegangen. So, der Riese ist aktiv. Okay, nicht so spannend. Profaned Flame. Das habe ich gar nicht gesehen, was das jetzt war. Das ist mir jetzt ein bisschen unklar. Ob das überhaupt Sinn macht, den anzugreifen? Ja, diese Ratten da hinterher. Neue Ratten nach. Ah.
Also. Das war schon bei den anderen Riesen so, dass die scheinbar keine Health Bar haben. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das irgendeinen Effekt hat, was ich hier treibe. Vielleicht ist die Health Bar da oben. Au. Shit. Ah, das ist der Ausgang. Ja, zurück zum eigentlichen Thema dieser Unternehmung hier. Das eigentliche Thema ist ja nicht Riesen und Ratten totschlagen, sondern die meditativen Aspekte des Ganzen. Ich habe ja letztes Mal so eine halbgare Achtsamkeitsmeditation währenddessen hier durchgeführt. Und ich weiß nicht, wie das für den Zuschauer, den es ja nicht gibt, aber falls es einen gäbe, wie das für den gewesen wäre. Oh. Okay. Der Riese ist killbar. Titanite Chunk. Nice. Okay. Titanite Chunk ist das, was wir für die letzten Stufen des Waffen-Upgrades brauchen. Das ist sehr gut. Okay, und jetzt dann besser nicht sterben. Schaut mal hin ein paar. Okay. Das ist ein Aufzug. Ja, ich habe diese Achtsamkeitsmeditation gemacht und dabei meinen Willen quasi ausgeschaltet. So hat sich das von innen angefühlt. Ich habe natürlich diese Räume ganz effektiv erforscht und aber... Oh, ein Bonfire. Mir ist jetzt ein bisschen unklar, wo ich hier bin, aber soweit ist ja erstmal alles sehr gut ausgegangen. Wahrscheinlich sind wir irgendwo... in Irithyll Dungeon, wo es... Also ich, irgendwie ist so die Beleuchtung... Oh, ne. Moment. Hier sieht es genauso aus... wie da, wo man hier reinkommt. Sind wir einfach direkt wieder am Eingang rausgekommen? Yes, sir. Okay, das ist gut, weil da wollte ich eh hin. Oh, mach doch nur. Denn ich glaube, da oben irgendwo ist Sigvard auf Katharina. Ja, die Tatsache, dass man seinen bewussten Antrieb, nenne ich das mal, also das, was den Willen, das, was wir den Willen nennen, das ist ja mit dem Willen eh so eine Sache. Den freien Willen gibt es sowieso nicht. Ich hätte vergessen, dass hier jetzt diese Hammermonster lauern. Durchrollen kann. Ja, geht. An sich geht es. So. Jetzt. Ah, da ist er. Perfekt. Mm-hmm.
Schritte. Excuse me, it's rather warm in here. Was liegt am Feuer? Oh, I think I, Siegfried of Katharina, and a little surprise to go with. Okay. I know. Won't you join me for dinner? I make a fine Esther soup. Even we undead deserve a little normalcy from time to time. And finally, upon to your valor, mice. Long okay. May the sun shine. I wish I could be so grossly incandescent. Have you heard? Somewhere, hidden, right? And even below that, the profane home of Yorm. That reminds me. Mm-hmm. Oh, sorry. Well, the only thing to do. Sieht ein bisschen so aus, als könnten wir ihm nicht erzählen, dass wir Yorm schon platt gemacht haben, was ein bisschen seltsam ist, aber. Okay. Okay. Und ich weiß jetzt nicht, wo das nächste Bonfire ist von hier aus. Da unten müssen wir wieder an diesen Monstern vorbei. Was muss ich denn machen? Bin jetzt nicht sicher. Ich probiere mal gerade den alten Dark Souls-Trick. Quit out und wieder rein. In der Hoffnung, dass wir dann zusätzlichen Dialog kriegen, weil Yorm the Giant, mit dem er uns, den er mit uns gern umbringen möchte, ist ja schon tot. Und es gibt eigentlich keinen Grund, warum seine Questline jetzt nicht weitergehen sollte. Schauen wir doch mal. Ja, die nochmal zurück zum Meditationsaspekt. Ich kann mich auch erinnern, als ich mich da durchgearbeitet habe, sind ja immer wieder Dinge passiert, ich bin gestorben mehrfach, die Rückschläge waren und die haben mich kaum erreicht. Ich finde das sehr interessant. Erstens, dass offenbar das Ausklinken dieses na gut, dann ist er jetzt wohl woanders. Muss ich nochmal in die Profane Capital vielleicht jetzt? Ich müsste ja eigentlich genug Homeward Bones haben. Ich vermute mal, für ein Level reicht es noch nicht. Das Ausklinken dieses Willensmoduls, nenne ich das jetzt mal, dieser aktiven, ich möchte jetzt bis zum nächsten Bonfire vordringen, ich möchte jetzt diesen Gegner besiegen, ich möchte jetzt diesen Raum erforschen. Wenn man das abkoppelt, dann ist fast unverändert möglich, das zu machen, was man da als Plan hat. In den Realm the Giant Raum, vielleicht ist er da jetzt. Das ist quasi keine Einschränkung, man kann das trotzdem machen, obwohl man diesen aktiven inneren Monolog, der diesen Antrieb eigentlich verkörpert, den hat man nicht mehr. Und trotzdem kann man diese ganzen Aktivitäten machen. Und gleichzeitig fällt aber auch die Frustration weg. Und da finde ich eine sehr interessante Selbstbeobachtung. Ich weiß nicht, ob das eine Erkenntnis ist. Ich weiß auch nicht, ob das allgemein so ist oder ob das jetzt nur mir so ging. Aber mir ging das definitiv so, dass ich mit einer Art Gleichmut diese Räume da erkundet habe und mich quasi selber dabei beobachtet habe, wie ich da Fortschritt mache, beziehungsweise eben Rückschläge erleide. Und der Nachteil natürlich, dass der Fortschritt jetzt auch nicht diese große Attraktivität hat. Also die Erfolgserlebnisse sind auch so ein bisschen gedämpft, aber die Rückschläge
waren definitiv sehr viel weniger frustrierend. Tralala, okay, kein Siegwart. Auch kein Siegwart. So, jetzt gibt es hier diesen Raum, habe ich auch noch nicht genauer untersucht, weil ich da, als ich das letzte Mal da war, waren mir zu viele von diesen Nervensägen hier da. Das ist leider auch jetzt so. Sieht aber auch nicht so aus, als gäbe es hier noch so viel. Oder als ginge es da weiter. Lohnt sich denn das überhaupt? Maybe not. Jo, wo ist Siegwart? Da wird er ja wohl nicht sein. Schleich, schleich. Ja, es ist also durchaus möglich, dass die Frustration wesentlich aus diesem Autsch aus diesen Willensprozessen aus diesen Willensprozessen entsteht. Gar nicht aus dem Rückschlag selber, sondern aus der Tatsache. Das ist auch sehr inkonsistent, ob man davon getroffen wird oder nicht. Okay. Kein Siegwart. Da unten irgendwo vielleicht. Hört doch auf mit dem Quatsch. Wer ist denn das überhaupt? Okay, vielleicht muss ich auch das dann wieder googeln. Den habe ich jetzt gründlich versemmelt, diesen Secret-Plotfaden. Dadurch, dass ich das alles in der falschen Reihenfolge gemacht habe. Soweit ich weiß, müsste der eigentlich beim Bossfight mit Yorm automatisch dazukommen, wenn man ihn bis so weit gebracht hat, wie ich ihn jetzt, glaube ich, habe. Dass er nämlich sagt, wir müssen uns zusammen um Yorm kümmern. Aber da der Bossfight ja jetzt nicht stattfindet. Tja. Gut, dann kümmern wir uns noch um die beiden Monster. Was ist denn wohl der schnellste Weg dahin? Da müssen wir an den Riesen vorbei. Und da müsste man wieder runter. Ja, mir ist jetzt nicht ganz klar, wie das weitergehen wird, denn das Spiel ist ja noch lange nicht zu Ende. Ich glaube, jetzt kommt erst vielleicht der letzte Akt, weil ich glaube, nach dem Dance of the Boreal Valley ist ja das, was man ursprünglich mal als Auftrag hatte, nämlich diese Lords of Cinder platt zu machen, erledigt.
Wissen wir das jetzt schon erledigt und das ist ja jetzt der automatische Abschluss davon ist, dass es uns dahin teleportiert hat. Und ich habe so das Gefühl, dieses Frustrationsthema ist so ein bisschen durch. Ich kann natürlich weiterhin darauf achten und das beobachten, aber ich werde jetzt nicht noch mehrere Spiele zum Beispiel als Meditation anlegen. Auch weil ich da ja sehr wenig Übung drin habe und ich mir beim letzten Mal schon ein bisschen komisch vorkam, das zu machen. Also für mich hat das gut funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, ob das Sinn gemacht hat, wenn man sich das angeschaut hat. Ich weiß sowieso nicht, ob das Sinn macht, sich das anzuschauen. Mit oder ohne Meditation. Das Ganze ja schon eine sehr merkwürdige Veranstaltung ist. So. Jetzt, ich habe online gesehen, was auch meine Erfahrung mit denen bestätigt, dass die beiden Schweine hier unten als die schwersten Gegner im ganzen Spiel gelten. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die stärker sind als der auf der Brücke. Uns ist ja schon mal so einer begegnet. Hat er mich jetzt gesehen oder nicht? Okay. Ich hatte gehofft, dass man irgendwie... Ah, es geht. Ja, also gut, es funktioniert. Man kann eine Plunge Attack machen von der Leiter, aber es hat nicht geholfen, weil ein Treffer von dem und ich bin hin. Also, ich glaube, der erste Schluss ist, dass macht das ja gerade alles, fällt mir auf, zweihändig und ohne Schild. Und das kann ich, glaube ich, abhaken. Vielleicht kann ich das mit Schild überstehen. Wird man mal wechseln. Das ist halt schon sehr schwer. Vielleicht muss ich die aber auch noch einfach verschieben, weil ich habe jetzt keine Lust, hier 10-mal dagegen anzurennen. Wie gesagt, ich weiß, dass die extrem schwer zu kriegen sind. Und wir brauchen sie eigentlich nicht, streng genommen. Da hinten in der Ecke ist ein Covenant. Da liegt noch ein Item. Aber wir brauchen das für nichts. Oh, ist der andere aufgewacht? Ich glaube, ich nehme trotzdem diese Plunge Attack mal mit. Sinn. Das ist wirklich ein einzelner Treffer und ich bin tot. Ich meine, das war jetzt wieder mein Fehler, weil ich anstatt mich zu verteidigen versucht habe, einen zweiten Angriff unterzubringen. Aber das macht ja, also das ist ja, ich werde ja nicht jetzt
plötzlich zu so einem Experten, dass ich hier ohne einen Gegentreffer durchkomme. Und wenn ein einzelner Treffer mich umbringt, dann bin ich hier falsch. Ich glaube... Was ist denn da oben? Interessant. Also, ich erinnere mich auch übrigens, dass ich in irgendeiner der früheren Folgen von Anor Londo aus runtergeguckt habe und gesehen habe, dass da drüben, und das sieht man jetzt hier nicht, da ist diese Anlagen im Weg, auf so einem Felsvorsprung ein Bauwerk sitzt. Das habe ich für die Cathedral of the Deep gehalten, das stimmt aber nicht. Und das da oben, weiß ich nicht, ob das nur Deko ist oder ob wir da auch noch hinkommen. Sind auf jeden Fall alles Gebäude, die ich noch nicht kenne. So, jetzt hol jetzt die Seelen und versuche mich einmal am Dancer. Und dann lassen wir es gut sein für heute. Ich werde wahrscheinlich sehen, dass ich ein Buch über Meditation mir vielleicht suche. Und anhand dessen nochmal über diese Themen spreche. Während der nächsten Episoden. Weil das Format finde ich an sich ganz schön. Also wie gesagt, das guckt ja eh keiner. Deswegen, das ist sowieso nur zu meiner Unterhaltung im Moment. Beziehungsweise... ist nicht egal. Das ist auch bescheuert eigentlich. Wir könnten beim Homeward Bone auch anbieten, dass man sich's aussuchen kann, weil wenn ich jetzt in irgendeinem Bonfire rauskomme, kann ich ja eh mir es dann aussuchen. Ein bisschen unsinniges Design. Naja. Ja, das könnte ich mir vorstellen als Inhalt für den letzten Teil. Dafür wäre es natürlich schön, wenn ich jetzt tatsächlich den Dancer besiegen würde und wir dann auch mal einen Blick gleich auf den letzten Teil oder auf den Anfang des letzten Teils werfen. Ich weiß gar nicht, wie viel da noch kommt. Ich vermute, es wird nicht so ganz wenig sein. So. Jetzt ist natürlich, dadurch, dass da so lange Pause war, habe ich auch vergessen, wie der Dancer eigentlich funktioniert. Ich weiß noch, dass in der ersten Phase das relativ leicht geht, ihm auszuweichen. Und das dann in der zweiten Phase dreht er so ein bisschen am Rad und macht diese Spinning Attacks sehr viele hintereinander. Ich glaube, mehr als ich blocken kann. Ich vermute mal, dass die einzige Strategie sein wird, Abstand zu halten, bis er diese Attack zu Ende gemacht hat und dann ein oder zwei Angriffe einzupflegen und dann wieder Abstand zu halten. Aber das sehen wir gleich. Vielleicht kann man auch mit den Säulen arbeiten. Im Prinzip geht das jedenfalls. Ich weiß ja, dass ich beim letzten Mal, als ich dann, ich glaube, der letzte Versuch, hatte ich ihn schon relativ... das war nix. Komm, ihr könnt mich mal... Du auch. Ja. La la la. Direkt ein bisschen Leben verschwendet. Au. Au. Eieiei. Nein. Ups. Okay. So, jetzt haben wir wieder die unschöne Situation, dass die Seelen im Bossraum liegen.
ich glaube, es waren halt einfach auch noch nicht genug, um ein Level aufzusteigen. Ja, das habe ich ein bisschen anders in Erinnerung. Ich weiß nicht, warum das jetzt so schwerfällig geht, alles wieder. Vielleicht hatte ich aber auch das andere Schwert benutzt. Das ist, wie gesagt, einfach auch jetzt sehr lang her. Can't be serious! Ach komm. Geh weg. Ist das alles? Also irgendwas ist hier in diesen Bossfights echt sehr merkwürdig. Mich kaum bewegen. Also es ist natürlich die Möglichkeit, dass ich einfach zu schwer bin. Komm, das gibt's doch wohl nicht. Also. Möglich, dass man irgendeinen Buff an die Waffe noch machen kann. Au. Shit.
Bitch. Nein. Also das ist wirklich alles sehr, sehr zäh. Ich weiß nicht, vielleicht liegt das wirklich am Video. Ich glaube, ich habe immer gesagt, das ist die Framerate, aber ich fürchte, es ist schlimmer. Es ist nicht die Framerate, sondern das Spiel verlangsamt sich tatsächlich, was natürlich bei einer Mechanik wie der von Dark Souls, wo es total ums Timing geht, beziehungsweise das Schlimmste ist, was passieren kann. Auch da, ne? Also dass die Dodges nicht funktionieren. I don't know what's going on. Natürlich verliere ich gleich die Seelen, weil... Himmel, Herrgott. Da bin ich gestorben. Son of a bitch. Na. Ich habe ja noch fast keinen Schaden angerichtet. Gut. I'm not sure what's going on. Also das ist die Stelle am Spiel, an der ich mich jetzt befinde und ich bin nicht in der Lage. Es ist so ein bisschen wie bei Aldridge. Es fühlt sich nicht machbar an. Jetzt kann ich natürlich mal so ein paar Experimente machen. Zum Beispiel. Was war denn das andere? Nee, nicht das Dark Souls. Das ist alles, reagiert alles langsam. Was ist los? Ist. Fühlt sich genauso an. Das gibt's doch nicht. Das ist echt mein ganzes Timing und meine ganze Koordination sind irgendwie. Also, ich will mal nicht zu sehr meckern, weil... Ich habe ja nur auch einfach wochenlang Pause gemacht. That might explain it. Oh je. Ja.
Also, I don't know. Das kann es natürlich noch sein. Der Weak gegen irgendwas ist. Ich weiß aber auch gar nicht, ob ich irgendwas habe. Können wir Feuer probieren. Sehr schon. Okay, das ist jetzt der letzte Versuch, weil der Mac beschwert sich auch gerade, dass die Batterie alle ist. Man muss es ja nicht drauf ankommen lassen. Was? Wieso? Ah! Das war doch gerade eingestellt. Das gibt's doch nicht. Gut. Das war's dann für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich vielleicht ein neues Thema mir überlege und wir den Dancer of the Boreal Valley erledigen. Vielleicht.